Ja, hallihallo zum neuen Video. Ja, heute sägen wir wieder was. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Dann haben wir schon ein schönes Stück Buche liegen. Ist gestockt, also ist auch die Frage, ob es noch zu gebrauchen ist. Ich hoffe, man kann mich mal verstehen, mein lieber Nachbar ist wieder fleißig am Freischneider dran. Hier die Ecke, muss ich sagen. Also die sieht schon faul aus, aber der Rest, ja, wir müssen mal schauen, wie er so komplett so im Inneren aussieht. Also viel Spaß beim neuen Video. Wir machen den kleinen, da sind 2 Meter Stück in etwa. Und wir haben hier hinten haben wir noch ein 4 Meter Stück liegen. Den sägen wir, also alles in einem Video heute, ein schönes Sägevideo sozusagen. Ja, weil hier ist noch ein gutes Stück 4 Meter. Ja, man sieht halt die schönen Stockungen. Ja, bin halt gespannt. Schön. Ja. Oh, so ein ordentlicher Klotz. Also deswegen. Wir schauen mal, wie es wird. Ja, hier auf der anderen Seite. Ach, auch schön, sag ich mal. Von der Maserung her. Ja, den ersten machen wir mal auf. Wir sägen. Plan ist. Der Plan sieht vor, einfach 5er Bohlen runterzuschneiden. Ja, wenn was taucht, freuen wir uns. Wenn nichts taucht, Brenners braucht man immer, würde ich sagen. Ja, Wetter ist auch super, angenehm. Heute nicht so warm. Sehr gemütlich. Ja, gut, dann fangen wir gleich an mit Legen. Legen wir gleich los mit Sägen. Schon mal halb gesägt. Ja, also erste Fazit. Oh, sehen ganz schön aus. Ja. 3 Bohlen haben wir schon runter. Ja. Ja, ja. Katastrophe. Vergessen auf Aufnahme zu drücken. Ach nee. Aber es sieht noch schön kernig aus. Muss ich sagen. So. Ich denke, es hat was. Robby meint, wir drehen jetzt einmal rum, haben wir auf den Kopf geschmissen, sägen wir noch den Rest runter und dann, ja, würde ich sagen, machen wir mal nass. Nass, 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 dann sieht man nämlich immer so schön, wie die Maserung wirklich ist. Ja, jetzt stellt sich raus, ob Hot oder Schrott, wie sagt man so schön. Also die eine Seite, da hat man wirklich schon gut gemerkt, dass es schon arg stockig, faul. Weil hier, wobei hier geht's, aber hier sieht man ja, hier ist schon, ja, wie sagt man so schön, da ist nichts mehr, was stabil ist. Aber der Rest hier sieht schon gut aus. Da muss man vielleicht so ein bisschen Knochenleim drauf schmieren, da gibt's sowas. Dann wird er wieder schön hart. Oh, wir machen mal die nächsten. Gucken wir mal. Machen wir mal eine Gießkanne. Ja, hier kommt sogar noch ein bisschen rot. Ja, hier der Mittelteil. Also da haben wir hier so am Rand ein bisschen, aber das ist gut. Das sieht gut aus. Den machen wir mal nass. Ich glaube, den machen wir mal schön nass mit dem Hochdruckreiniger. Packen wir mal. Und den hier machen wir nass. Aber hier sieht man, hier die Ecke ist. Ja, da ist richtig. Das ist tot. Das wird dann zu lange liegt.
Aber hier die Seite, die linke Seite, da ist noch gut. Da ist natürlich nichts mehr mit los. So, wir stellen die mal dahin, holen den Hochdruckreiniger mal raus. Oder den Schlauchgarten, dann machen wir den mal einmal nass. Ja, Hochdruckreiniger raus. Und dann schauen wir mal, ja, so sieht schon geil aus. Da ist halt jetzt gerade die Sonne weg. Ich hoffe, sie kommt jetzt nochmal wieder, dann können wir nochmal mit Sonne. Ja, die erste Hälfte haben wir geschafft. Ja, wir räumen die jetzt mal an Seite. Dann holen wir uns mal den großen langen raus. Ja, da kommt auch die Sonne nochmal. Da können wir noch einmal jetzt so geil mit Sonne drauf. Ah, da habe ich drauf gewartet. Ist halt so ein bisschen Wechselbad heute. Ja, aber hier so mit Sonne. Ist schon geil. Cool. Wir räumen die mal weg und holen den 4 Meter. So, ich habe mir was überlegt, nur für euch. Ich würde den Stapel Buche gestockt, das sind die 4 besten Bohlen, die habe ich rausgesucht, also rausgelegt. Der Rest ist, ja, geht auf die Brennholzkiste. Die würde ich an euch verschenken. Schreibt mir einfach einen richtig coolen Kommentar. Also, was ihr daraus machen würdet, schreibt einfach in die Kommentare. Dann vereinbaren wir einen Termin, der den coolsten Kommentar schreibt. Lose ich in der Live-Ziehung einfach aus und wird dann die an euch verschenken. Weil ich habe ja noch den 4-Meter-Stück, der reicht mir. Hier die 2-Meter-Bohlen in der Länge würde ich an euch gerne verschenken. Also, wer sie brauchen kann, schreibt in die Kommentare. Sind ungefähr 40 cm breit. Ja, und vom Zustand, der teilweise sind sie nicht mehr so der beste, aber es ist. Man kann was Schönes draus basteln, also über einen coolen Kommentar und dann einfach abholen kommen. So, fahren wir die mal weg, holen den großen. Dinger hochmachen an der Säge. So. Stapel mal raus. Wir drehen ihn noch ein bisschen. Ja, so ein bisschen rund. Ja.
Ja, er liegt bereit sozusagen. Ja, wir könnten jetzt einfach mal hier stehen bleiben. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Das sägen wir jetzt auch radikal. Das ist mir jetzt auch. Da geht es mir eigentlich nur, ob was Cooles bei rauskommt. Ja, dann schauen wir doch mal rein, oder? Was drin ist, würde ich sagen. Ja, hier der erste ist nur, ich sag mal, so halb so gebrochen. Ja, schon kaputt gebrochen. Ja, man sieht es gut. Da vorne ist ein Stück abgebrochen. Aber vom Sägen her muss man ja, auf jeden Fall sagen, ja, vom Sägen her ist auch wesentlich kerniger. Ja, man sieht es auch gut. Da ist noch richtig schönes Material, würde ich sagen. Ja, man merkt es auch beim Sägen. Also die Säge sägt schon schwieriger als bei dem anderen Stück. Muss man einfach sagen. Bitte. Oh, das ist dann natürlich schon schwer jetzt. Trotz, dass der... Also ich gehe von aus, dass er ziemlich trocken ist. Ja, aber den hier gleich. Nass machen. Ja, das heißt, einmal umdrehen. Der wird nass gemacht. Die kommen gleich hier hin und dann schauen wir mal. Ja, im Endeffekt sieht man, ist gar nicht so schlimm gestockt. Ist auch, man muss ehrlich sagen, noch super gute Buche. So einzelne Stellen fangen ein bisschen an, aber im Großen und Ganzen noch super Buche. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, mit nach Hause zu holen, bevor da im Wald weiter verrottet wäre. Aber man sieht halt gut, das ist das untere Stück, das andere war oben dran. Und nach oben hin sieht man halt schon, dass ein bisschen mehr die Buche anfängt zu stocken. So war das. So, wir stellen sie hin, machen sie nass, gucken, wie das aussieht und dann haben wir auch das geschafft. Ja, der gute Plan, sie aufzustellen,
ist leider gescheitert. Sind einfach viel zu schwer. Ja, wir machen sie so nass. Ich hoffe, man kann es dann auch trotzdem genauso gut erkennen, wie cool es aussieht. Ja, mit Aufstellen war nichts. Ach ja. Ja, was soll ich sagen? Geil, oder? Mega. Ja, hier hat man den guten Vergleich. Ich sag mal, hier ist ja jetzt kein Wasser, also wäre ja wieder theoretisch wie Öl. Ja, und hier haben wir dann den Effekt einmal sozusagen geölt, gereinigt. Ja, also mega cool, muss ich sagen. Also bin vollauf zufrieden, sieht geil aus. Ja, in diesem Sinne. Das war dann auch schon von dem Video für heute. Wir haben die Kuhle aufgesägt. Bin froh, dass ich sie mitgeholt habe, weil ist doch ein schönes Stück Holz noch. Für, dass es da verrottet wäre im Wald, wäre auch schade gewesen. Aber sieht mega aus. Also Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr damit machen würdet. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wer den Stapel 2 Meter Stücke haben will, würde ich gerne an euch verschenken. Also bis zum nächsten Video. Abo vergessen, Abo nicht vergessen und was haben wir noch? Button drücken und Ding, ja, ihr wisst schon, wie es geht. Würde mich über jeden Kommentar freuen. Gehabt euch wohl.